Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Unsere Stars der Galaxis sind hier und ich sehe schon, es füllt sich ganz langsam hier, aber stetig hier in der Stadtgalerie in Passau. Und es ist umso schöner, dass wir heute hier am Sonntag, am verkaufsoffenen Sonntag in der Stadtgalerie in Passau hier sein dürfen auf der Bühne. So, das ist unser Shore Trooper. Du bist an der Küste unterwegs, unterscheidest dich ein bisschen optisch von den anderen, logischerweise. Das heißt, du kannst auch schwimmen. Ja? Schwimmen, laufen, fliegen kannst du nicht. Wenn ihr so kleine Wesen mit roten oder gelben Punkten in dem Gesicht da durch die Wüste flitzen seht, die Sachen einsammeln, dann wisst ihr wahrscheinlich, wen ich meine. Die klauen auch, sagt man. Es ist nicht bewiesen, aber es könnte sein. Und ihr seid so zuckersüß. Darth Maul aus der ersten Episode, oder der erste Bösewicht eigentlich, oder der erste, kann man das so sagen? Der erste Bösewicht? Und natürlich engagiert ihr euch auch sozial und das ist auch mit der Grund, warum Sie jetzt hier mit auf der Bühne sind. Und der Herr Dr. Schopf, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Also, wir haben uns gedacht, dass wir eben hier gemeinsam mit der Stadtgalerie einen Scheck in Höhe von 500 Euro spenden, eben auch mit dem, ich sag's mal, Gehalt, mit den Credits von unseren Stars der Galaxis, was Sie auch mit dazugegeben haben.